Also ich bin Reza Musavian, ich leite einen Bereich bei der Telekom, der hat zwei merkwürdige Namen, Group Transformational Change, was ist das, SharePoint, noch unklarer. Damit haben wir auch selber lange zu kämpfen gehabt, was machen wir eigentlich? Und deshalb, bevor ich zu MOOC gehe, erzähle ich so ein bisschen was, warum es meinen Bereich gibt und wie der entstanden ist und was da noch mit dazugehört. Und bevor ich das tue, würde ich gern nochmal darauf reflektieren, so warum eigentlich, warum den SharePoint, warum den MOOC, wie hängt das alles zusammen? Und es hängt schon ein Stück weit damit zusammen, wo die Telekom eigentlich herkommt und durch was für eine Geschichte sie gelaufen ist. Ich vermute, die wenigsten von Ihnen werden wissen, was man 1991 für ein Baguettebrot in Paris bezahlt hat. Haben Sie eine Ahnung? Auf jeden Fall Franc. Wenn man das in Euro umrechnet, dann haben wir ganz toll recherchiert, natürlich über online, also ich habe keinen nach Paris geschickt dafür für die Recherche, 54 Cent 1991. War einer von Ihnen neulich mal in Paris? In zwei Wochen. Dann prüfen Sie mal. Laut unserer Recherche kostet das jetzt im Durchschnitt 86 Cent. Also in 20 Jahren 60% Preisanstieg. Ist mehr als Inflation, also als der Inflationsausgleich. Hamburger in Rio de Janeiro, 1991 1,20 Euro. Sogar bevor die WM losgeht, ein Preisanstieg von 170%, 3,20 Euro heute. Und ich kann das weiterführen mit einer ganzen Reihe von, ich sag mal, diesen Gütern des täglichen Lebens, ob das nun Produkte oder Dienstleistungen sind, die nahezu ausnahmslos alle einen Preisanstieg haben, nicht nur einen Preisanstieg, sondern weit über Inflationsausgleich liegen. Vielleicht die älteren Semester unter Ihnen, wissen Sie, was Sie für eine Minute Nahgespräch, also ich sag mal von Nürnberg nach Fürth 1991 bezahlt haben? Das war auch eine Weile, dann 1991 wurde schon ein bisschen umgestellt. Das waren 23 Pfennig für das sogenannte Ortsgespräch. Wenn man ein Ferngespräch hatte, dann waren das 28 Pfennig. Wenn man ins Ausland telefoniert hat, das hat man damals fast nicht gemacht, weil das ja horrend teuer war. Das waren natürlich andere Zeiten, andere Technologien, aber auch eine andere Regulierung, andere Marktbedingungen. Die 25 Pfennig, also 23 Pfennig, 28 Pfennig. Im Durchschnitt hat die Deutsche Telekom, damals Deutsche Bundespost, für jede Minute, die jemand in Deutschland telefoniert hat, 25 Pfennig Umsatz gehabt. Wissen Sie was? Und 90% des Gesamtumsatzes des Telekommunikationsbereichs der damaligen Bundespost war aus diesem einen Produkt. Wie Leute innerhalb Deutschlands über eine Kupferleistung ein Fern- oder ein Ortsgespräch führen. 25 Pfennig, also 13 Cent heute. Wenn ich das in die Welt von heute bringen würde, mit Inflation, wären wir bei knapp unter 30 Cent die Minute. Wer von Ihnen zahlt denn 30 Cent die Minute? Was zahlen Sie denn heute für eine Minute Telefonie? Und ist es relevant, ob es fest oder mobil ist? Ob es über einen Rechner ist oder... Ist es auch nicht mehr. Also Sie haben sehr richtig gesagt, Flatrate. Ist es bei der Telekom? Kann sein, muss nicht. Also das heißt, es ist, Sie haben auch Auswahl. 1991 war die Auswahl genau null. Es gab nur die eine Telekom, monopolistisch, Versorgungsauftrag. Heute, wissen Sie, wie viele Angebote Sie in Deutschland wahrnehmen können für ein nationales Gespräch in Deutschland? 1.900. Ja. Es ist schön und gut, dass man Wettbewerb eingeführt hat, dass man nicht mehr monopolistische Strukturen hat, aber es ist natürlich ein sehr, ich sag mal, extrem unregulierter Markt geworden. Heute verdient man 0,03 Cent die Minute. Das ist ein Preisverfall ohne Inflation von 94%. Und es gibt kaum
eine der großen Industrien, wenn man mal in Deutschland guckt, Pharma, Automobil, Energieversorgung, die, ich sag mal, in dem Kernprodukt, was das gesamte Unternehmen ausmacht, und hinter dem Unternehmen stehen über 200.000 Menschen, quasi einen Preisverfall hat, der gegen Null geht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, der war am Anfang natürlich viel zu hoch, Monopolist, und haben da die Monopolistengewinne abgeschöpft und so. Nur heute zahlt man de facto für eine Minute quasi, ja, extrem wenig, um nicht zu sagen kaum was. 90% in 91 durch dieses eine Produkt. Heute macht es sehr wenig aus. Und heute hat die Telekom, nur die Deutsche Telekom, über 2.500 Produkte, mit denen sie versucht, das, was das Netzwerk hergibt, das, was man mit Technologie, Telekommunikationstechnologie, Informationstechnologie machen kann, halt rauszuholen. Das ist eine massive Veränderung, wenn man guckt, in weniger als 20 Jahren, was ein Unternehmen erstmal verarbeiten muss. Wenn man guckt, was die Telekom seit 1991 gemacht hat, das kommt vielleicht beim Kunden nicht so an und ist auch absolut verständlich. Und da ist noch eine Menge zu machen und ein langer Weg. Aber man hat natürlich in den ersten Jahren darauf Wert gelegt, okay, wir kriegen den Umsatz nicht mehr in einem Land. Das heißt, wir müssen aus einem Land rausgehen. Hier 91 in genau einem Land aktiv, 2014 in 50 Ländern. 230.000 Mitarbeiter hier in Deutschland, 230.000 Mitarbeiter da, aber in 50 Ländern. Massive Transformation. In den ersten Jahren Internationalisierung, aber auch sehr hartes Kostenprogramm. Der ein oder andere wird sich erinnern, es gab viele, viele Streiks, wenn Callcenter konsolidiert wurden, Groß-Callcenter aufgemacht worden sind, technische Stätten geschlossen worden sind, nicht nur wegen Kosten, aber auch wegen technologischem Fortschritt. Und in den letzten Jahren, das ist so der Magenta-Fall, es lässt sich immer schön in Bilder packen, so im Nachgang, also in den letzten Jahren, wenn man sieht, Fokus natürlich nicht nur auf Kosten, weiterhin auf Kosten. Wir sind nach wie vor in einem schrinkenden Markt. Aber Fokus auch auf Innovation. Das heißt also, ich muss diese Kompensation der 94%, ich kann nicht 94% Kosten abbauen. Also so, da sind viele Ineffizienzen, aber so ineffizient war es nun dann auch nicht. Ich muss zusehen, wie kriege ich die Umsatzseite transformiert. Den Hubraum kennt vielleicht der ein oder andere, der sich mit Partnerschaften, mit Inkubationen dort beschäftigt. Erste Netz, was voll auf LTE gegangen ist, erste iPhone in Deutschland, in die sogenannten Verticals. Das heißt also, man beschäftigt sich nicht nur mit der Branche als solche, sondern auch mit den Themen wie Smart Home, Smart Energy, integrierte Gesundheitslösungen, Spotify. Das heißt, man geht ins Partnering, nicht nur Produkte selber definieren, sondern die Partner enablen. Was Tim Höttges, der Vorstandsvorsitzende, der neue Vorstandsvorsitzende seit diesem Jahr, ja mit dem Begriff Steckerleiste definiert hat. Das heißt also ein integriertes IP-System, wo sich die Partner oder die Services, die man über Partner anbietet, über sehr einfaches Plug-and-Play ergeben. Funktioniert das alles so schön? Wenn ich jetzt nicht für das Thema Kultur, Transformation stünde, sondern für Marketing, würde ich sagen, ja, alles gut. Das Problem, was dahinter steckt, ist natürlich, wir kommen aus einem Unternehmen, das einen sehr starken Kostenfokus und Effizienzfokus hatte. Das heißt also sehr viel darauf achten, was kosten die Dinge, sind sie schnell umsetzbar, wie ist der Deckungsbeitrag, ist das der Weg, wie man Partner, gerade ich sag mal Startups, junge Startups vielleicht dazu motiviert, incentiviert mit einem sehr, sehr großen, teilweise sehr, sehr komplizierten Laden wie die Telekom zusammenzuarbeiten. Sind die so motiviert? Generation Y? Eher nicht. Die wollen nicht sofort ein NDA haben, der über mehrere Seiten lang geht. Die wollen nicht direkt in eine Diskussion gehen, was der Businessplan, sondern ein Bedürfnis erfüllen und dann gucken mit einer coolen Idee, was steht da ökonomisch hinter. Was für die Organisation bedeutet und auch die Menschen, die bei der Telekom arbeiten, das ist ein Wandel. Das ist ein Wandel der Arbeitsweisen, das ist ein Wandel der Kultur, der Organisation, der Denkweisen, der Managemententscheidungen, die in so einem Laden stattfinden.
um das mal auf 4 Punkte runterzubringen, wirklich mit Disruption umgehen, mit zukünftigen Bedürfnissen, die vorzeitig zu antizipieren und in intelligente Services bringen. Und letzten Endes dann doch drauf schauen, dass ich nicht nur Bedürfnisse decke, sondern wie kann ich Innovationen dann letzten Endes auch wieder kapitalisieren. Das Verständnis teilweise ist noch, jedes Projekt, jede Initiative, die gestartet wird, muss erfolgreich sein und Sie sind die Experten in Innovation. Erfolgsrate, je nachdem, welche Studie man nimmt, welches Unternehmen, ist 1 zu 100, 1 zu 1000. Das heißt, mit Fehlern umgehen, mit Fehlern lernen, Fehlerkultur ist ein wichtiges Thema. Auf diesen Erkenntnissen hat dann, und das finde ich nach wie vor eine sehr mutige Entscheidung, der Vorstand gesagt, lasst uns einen Bereich gründen, der ein Stück weit außerhalb der regulären Norm steht, der nicht ganz so corporate unterwegs ist, der natürlich sich an Prozesse, an ich sag mal geltende Bestimmungen halten muss, aber dem man von innen heraus ein bisschen Freiraum gibt, weil Veränderungen in Denken, in Handlungsweisen, in Kompetenzen sind immer dann am effektivsten, wenn sie wirklich von innen passieren. Und das war so ein Stück weit der Auftrag, Shareground zu gründen, als die Einheit, die letzten Endes für Kultur und Kulturwandel stehen soll. Wenn Sie gestern das Handelsblatt gelesen haben oder eine andere große Tageszeitung, haben Sie vielleicht, wenn es Sie denn interessiert hat, gesehen, da gibt es Umbaupläne, die jetzt in den Medien sind, zu Telekom, die ich gar nicht groß kommentieren möchte, aber mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden gibt es natürlich auch eine neue Strategie. Die Strategie beschreibt immer das Was, was wir tun. Wie wir da hinkommen, ist dann das, was viele Leute sagen, das sind die weichen Themen, das ist Werte, das ist Kultur, das ist so, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und wenn man so will, ist Shareground für all diese weichen Themen zuständig, nur wir versuchen sie halt nicht mehr weich zu halten, sondern dort ganz, ganz konkrete Maßnahmen, sehr messbare Maßnahmen hinterzumachen. Und was wir unter Kultur verstehen, das sind eigentlich die 6 Blöcke, die dort stehen. Nämlich Guiding Principles, das sind die Unternehmenswerte. Jedes Unternehmen gibt sich bestimmte Werte, auch die Telekom, an denen möchte man sich ausrichten. In der Vergangenheit, so meine ich, sind diese Werte sehr kommunikativ gelebt worden. Das heißt also, man hat Wert gelegt, die Vermittlung dieser Werte zu machen, Kampagnen zu machen, Poster zu machen, die das alles nochmal bekräftigen. Unser Schwerpunkt ist jetzt an der Stelle, das wirklich zu operationalisieren. Also wenn dort Einfachheit steht, wie kriege ich jetzt Einfachheit wirklich in die Köpfe? Ich kann ein Poster machen, schön und gut, aber wir möchten eigentlich über diese Ebene hinausgehen, was das konkret bedeutet. Wir haben Führungsprinzipien, darüber kann man sich streiten, macht es Sinn, dass ein Unternehmen Markenwerte hat, Unternehmenswerte und Führungsprinzipien. Telekom hat sich dazu entschieden, daher kümmern wir uns um das Thema Werte ganzheitlich, Werte, die für Führung zuständig sind und Werte, die letzten Endes die Zusammenarbeit im ganzen Unternehmen beschäftigen. Dritter Block ist das Thema Arbeitskultur und da geht es um neue Arbeitsmethoden. Ich glaube, vieles, was Ihnen bekannt ist, Human-Centered Design, Design Thinking, agile Arbeitsmethoden. Wir wollen diese Methoden idealerweise mit der Vision, dass sie irgendwann mal in allen Bereichen, die eine Kundenorientierung, einen Kunden-User-Fokus haben, in die Telekom bringen und sind da seit einem Jahr, wie ich finde, schon ganz gut unterwegs. Kultur der Zusammenarbeit und Lernkultur nicht so ganz zu trennen, wollen wir auch nicht. Die 3 Blöcke sehen wir auch sehr stark zusammen, nämlich Transformation durch Lernen, Arbeiten, Zusammenarbeiten, idealerweise eine Verbindung von Lernen, Arbeiten, Zusammenarbeiten herzukriegen. Und da unter dieser Vision steckt auch unser Magenta MOOC. Und Shareground Berlin, das ist das Gebäude, da zeige ich Ihnen gleich ein paar Bilder zu. Das ist der Ort, wo man all das, was ich hier erzählt habe, so quasi als ersten Schritt, wir nennen das den Nukleus, eine neue Kultur, eine neue Unternehmenskultur, die Telekom hat, dann in diesem Gebäude erlebbar macht. Natürlich in erster Linie für die Mitarbeiter. Das ist ein Ort, wo Projekte stattfinden sollen, wo Zusammenkünfte, Meetings stattfinden sollen mit Partnern untereinander, verschiedene Bereiche, wo wir einen Coworking-Space haben,
wo wir vielleicht Teile der inkubationsrelevanten Einheiten dann mit dabei haben werden, wo halt viel zum Thema Innovationskultur, Transformationskultur passiert. Magenta MOOC. Und wie Sie sehen, unser Portfolio ist relativ bunt. Das heißt also, es ist nicht nur der MOOC, sondern letzten Endes alles, was mit dem Kulturthema zusammen hat. Den MOOC haben wir gestartet, ursprünglich mit dem Auftrag, einfach mal außerhalb der Norm auf Innovation zu achten und gucken, was gibt es an Formaten bezüglich neuen Lernens und bezüglich Zusammenarbeit. Und dann sind wir an diesen MOOC rangegangen. Und das Konzept, das ist Ihnen ja, glaube ich, hier relativ gut bekannt. Wir haben es jetzt versucht, auf den Corporate-Kontext zu bringen. Es ist natürlich, das M im MOOC ist bei uns natürlich sehr limitiert. Es ist eigentlich, wie soll ich sagen, ein EUC, also ein Employee Open Online Kurs. Dieser Kurs ist jetzt gestartet, also in der Pilotvariante. Er steht in Theorie, stand er ab Februar allen 230.000 Mitarbeitern weltweit offen, sich dort zu registrieren. Wir haben gerechnet mit ungefähr 500 bis 800 Leuten, die daran teilnehmen. Und das wäre schon, wenn man sowas das erste Mal in so einem Konzern macht, schon eine gute Hausnummer. Wir sind gelandet bei 3.600 Leuten aus 27 Ländern. Das war für uns ehrlich gesagt schon eine Herausforderung, dass wir weitaus mehr Teilnehmer jetzt plötzlich hatten, als wir kalkuliert haben. Die müssen ja auch betreut werden und haben dann gesagt, okay, dann lasst uns ein Modell machen. Lasst uns ein Stück weit überbuchen, also nicht die 500 aktiven Teilnehmer, sondern wir haben jetzt Plätze geschaffen für 700 aktive Teilnehmer und den Rest haben wir, das sind sogenannte Supporter. Das heißt, die nehmen an dem Kurs teil, die haben Zugang zu allen Informationen, können die Library, alle Video-Lectures, alle Print-Lectures, die dort hinterlegt sind, nutzen. Der einzige Unterschied ist, sie sind nicht verpflichtet, jede Woche bestimmte Aufgaben zu machen, Assignments zu lösen und in einem Team zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben ca. 2.900 Supporter, die gelegentlich mal reingucken und mitsurfen. Wir haben eine gewisse Anzahl an Power-Supportern, die sehr motiviert sind und sehr, sehr gut bei der Sache sind. Wir haben die 700 Plätze ausgelost unter den in Summe 3.500 und die 700 sind wiederum eingeteilt in 124 Teams, also jeweils ein Vierer-Fünfer-Team, was zusammenarbeitet. Bei der Teamzusammenstellung haben wir darauf geachtet, dass es idealerweise fünfmal verschiedene Länder sind, fünf verschiedene Funktionen, fünf verschiedene Geschäftseinheiten. Das gelingt nicht jedes Mal. Wir haben die Hälfte der Mitarbeiter in Deutschland. Das heißt, wir haben durchaus Teams, wo zwei, drei, vier Leute aus Deutschland sind, aber dann aus verschiedenen Einheiten, also aus Einkauf, der T-Systems, aus dem Marketing, Vertrieb und so weiter. Inhaltlich haben wir den Schwerpunkt, heißt der MOOC bei uns, Share Your Entrepreneurial Spirit. Das heißt, wie funktioniert eigentlich Corporate Entrepreneurship? Und die Ausrichtung ganz grob ist entlang dem Thema Innovation. Was verstehen wir unter Innovation? Was sind die großen Trends? Wie hilft Einfachheit? Das heißt, so kombinieren wir natürlich auch verschiedene Aufträge. Gerade eben hatte ich ja was zur Einfachheit gezeigt. Das heißt, wie kann Einfachheit ein Innovationstreiber sein? Und das Thema Leadership, das heißt also, there's a leader in every chair. Leadership ist nicht nur abhängig von da, wo man in der Hierarchie steht, sondern das, was ich als Corporate Entrepreneur letzten Endes umsetzen möchte. Den Inhalt, wie Sie es kennen, kommt über Video Lectures. Das sind zwischen 2,5 und ich glaube, die längste ist 6 Minuten, sind es einzelne Lectures, die zu verschiedenen Modulen kommen. Und das ist das Spannende an dem Konzept, das ist ein sogenannter Blended MOOC. Das heißt, wir haben Content, der kommt von externen, das heißt von verschiedenen Universitäten, teilweise Beratungen, die zum Beispiel auf das Thema Simplicity oder Leadership fokussiert sind. Und wir haben gespiegelt den Point of View aus der Telekom. Das heißt also, wir sammeln jetzt nicht nur, was sagt die Uni Cambridge zum Thema Leadership oder die Hertie School of Governance dazu oder die
University of Technology Sydney zum Thema Design Thinking, sondern wir haben das immer gespiegelt, was sagen eigentlich die relevanten Leute aus der Telekom dazu. Das heißt, Heinrich Arnold, der Chef der T-Labs, das Creation Center in Berlin kennen Sie vielleicht, was dazu gehört, der erzählt was zu den Trends, die wir bis 2030 erwarten. Wir haben Kira Ort, die für die Top-Führungskräfteentwicklung ist, die sagt was zum Thema Leadership. Wir haben Hans-Christian Schwing, das ist derjenige, der für Markenentwicklung der Telekom verantwortlich ist, der sagt was zum Thema Einfachheit und erzählt so die Story, wie aus 70 Submarken in den letzten 8 Jahren der Telekom heute die Wahrnehmung, ich hoffe auch bei Ihnen, die ist, wenn Sie Magenta-Farbe sehen oder ein T sehen, dann wissen Sie, aha, das ist Telekom. Es gibt keine T-Home, kein T-Extra, keine T-Com, keine T-Mobile. Es gibt nur noch das T als Marke und das ist auch eine sehr schöne Geschichte der Einfachheit. Das geht so weiter. Mahdia van der Wald, die letzte Dame, die abgebildet ist, Chris Mattheisen, das ist der CEO aus Ungarn, also aus dem Konzern, und Mahdia aus T-Systems Südafrika, die also jedes Mal zu einem der Module, das sind die 6 Module, also das muss man wie eine Schnecke lesen, das heißt also immer 1 bis 2 Externe zu jedem Modul und entsprechende Anzahl von Internen dann Stellung nehmen. Spannendste Teil sicherlich das Thema Transformation und Leadership. Wir haben bei Transformation ein paar Megatrends mit aufgenommen. Das heißt, wir erzählen was zum Thema Sustainability, zum Thema, ich sag mal, Entwicklung der Informations-Kommunikationsbranche in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Wir erzählen aber auch was zum Thema Cybersecurity. Und da sind wir doch sehr stolz, dass wir als externen Jacob Applebaum bekommen haben, einen der wirklich Top-Leute in der Szene, der durchaus in vielen Positionen, die er vertritt, eine ganz andere Position hat als die Bundesregierung und als die Telekom. Wo wir aber bewusst gesagt haben, wir lassen diesen Diskurs auch mal zu, wir öffnen das, wir haben auch jemanden aus unserem Compliance-Security-Bereich, der den Point of View der Telekom erzählt. Applebaum, wie Sie wissen, ist einer der wenigen, der noch direkten Kontakt zu Edward Snowden hält. Also Sie können sich vorstellen, der hat eine sehr eigene Sicht auf Sicherheit und Datensicherheit und wie sich das Thema in Zukunft bis 2032 entwickelt. Und so haben wir es, wie ich finde, geschaffen, spannenden Content zu schaffen. Die aktiven Teilnehmer müssen zu jedem Modul müssen sie ein sogenanntes Assignment abgeben. Im ersten war das eine Bildcollage entwerfen, im zweiten war das eine User Story eines Telekom-Kunden im Jahr 2032 zu machen. Und jetzt müssen sie auf Basis der Innovationsstrategien, wie gezeigt, dann eine Produkt-, Service- oder Prozessinnovation entwickeln. Bisher bei den 700 Aktiven, wir hatten sie bewusst überbucht. Wir hatten eigentlich mit 500 geplant und dachten, okay, ein MOOC, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung war, die von der Leuphana, die letzte Digital School, Leuphana, unser Durchführungspartner, also der Plattformprovider, war bei fast, ich glaube, über 80% Dropout. Daher dachten wir, gut, wir überbuchen mal mit 700, dass wir am Ende irgendwo bei 500 oder unter 500 landen. Im Moment haben wir das Luxusproblem, dass wir nur 35 Dropouts haben und die Leute doch gut bei der Sache sind. Die fluchen, die sagen also, Mensch, Leute, also wir sind bei Modul 3 und wir haben schon 60 Videos, habt ihr da hochgeladen. Das heißt also, wir haben da im Schnitt 300 Minuten, die mal ebenso konsumieren müssen, verarbeiten müssen, im Team sich zusammensetzen. Also die kommen schon auf die 5 Stunden, die wir ihnen pro Woche zugeordnet haben. Ich finde es eine tolle Sache, dass das Unternehmen gesagt hat, die aktiv sind, können diese 5 Stunden auch als Arbeitszeit quasi nutzen. Das heißt, die machen das nicht in der Privatzeit, sondern können das als Arbeitszeit anrechnen. Die Power-User können in die Teams reingehen, können Peer-Feedbacks geben, können den ganzen Content der Seite betrachten, können sich die PDFs in Teilen runterladen, die Videos nicht, weil
wir von allen Externen, die mitgemacht haben, haben das auf Kostenbasis gemacht. Die haben gesagt, wir finden es so eine tolle Idee, dass ihr euch auch als Unternehmen damit auseinandersetzt. Das heißt, die haben gesagt, es ist okay, solange ihr das intern nutzt, aber bitte kein Download der Videos, weil das ist Content, der von uns kommt und dahinter sind Nutzungsrechte verbunden. Also wenn man sich das anguckt, auch eine, also für 3.500 Leute den neuen Content zu vermitteln, eine extrem kostengünstige Variante. Die Leute haben Spaß. Wir haben natürlich immer, ja, bei 300.000 Leuten kriegen sie natürlich auch die Kritikpunkte. Das heißt, wir lernen, die Navigation in der Plattform, die wir nutzen, ist nicht, ja, vielleicht kennen Sie das ja aus der eigenen MOOC-Erfahrung, ist nicht super User-Experience-freundlich. Der Inhalt, der da ist, der wird sehr gewertschätzt. Also da sagen die Leute, der ist gut. Ich muss auch sagen, alle Internen, alle Externen, die diese Videos gemacht haben, haben sich wirklich Mühe gemacht, dort ihre Geschichten zu erzählen und auf den Punkt zu kommen. Und daher sind wir ganz glücklich. Wir werden natürlich, wenn der abschließt, also wir haben 1. April, war Kursbeginn, geht bis 30. Juni, dann im Juli eine Bewertung und dann schauen wir uns die Bewertung an, wie dann tatsächlich das Empfinden der Teilnehmer war, welches Know-how sie mitgenommen haben. Wir haben das Commitment der Inkubations-Innovationseinheiten, sollten die Teams tatsächlich, das ist, ich sag mal, wir wollen hiermit primär Zusammenarbeit und Know-how-Aufbau im Thema Simplicity, Entrepreneurship fördern, aber sollten die Teams tatsächlich zu einer wirklich Top-Innovation kommen, die uns weiterbringt, haben wir jetzt das Commitment auch, dass die Inkubationseinheiten sich diese dann in dem Pitch dann die besten Ideen angucken und wenn was Gutes bei rumkommt, dann natürlich werden wir es umsetzen. Ja, das soweit zum MOOC, geht, wie gesagt, bis 30. Juni, ist als Pilot ausgesetzt, das heißt, also wir haben noch keine Entscheidung gefällt. Hätten wir sie gemacht, wären wir auch noch nicht live, dann wären wir immer noch in Diskussion. Wir haben noch keine Entscheidung gefällt. Wie gehen wir dann später damit um? Also machen wir noch einen MOOC? Ist das jetzt ein Instrument, mit dem wir bestimmte Inhalte vermitteln wollen? Ist das etwas, was vielleicht für eine Weiterbildung von Relevanz hat? Wir haben diese Fragen bewusst, damit wir sagen, das sagt auch immer unser Vorstandsvorsitzender, der zitiert Napoleon, sagt, first we engage and then we'll see. Also erstmal machen und dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Deshalb war es uns wichtig, möglichst schnell zu starten und dann in eine aufwendige Planung, Bewertung, Strategie, Geschichte zu gehen. Daher sind die Fragen zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, was ich eigentlich sehr charmant finde. Wenn man in einem Konzern arbeitet, dauerten die Dinge lange und wir sind froh, dass wir den überhaupt zum Start gebracht haben. SharePoint Berlin. Das ist das Gebäude, das heißt, das eine war ja der Virtual Creative Space und das ist der Non-Virtual, Physical Virtual Space. Die Telekom hat 2010 eine Initiative gestartet unter dem Titel Telekom School of Transformation. Das war geplant als Lehreinheit, also als Lehrgebäude, eine Art Corporate University, die in Berlin stattfinden sollte. Wir haben das Konzept jetzt unter Shareground umbenannt und gehen etwas weiter als jetzt eine klassische Bildungseinheit oder jetzt irgendwie ein Ort, wo man dann Seminare hat. Das ist jetzt eher multifunktional. Was wir da erreichen wollen, dass wir wirklich ein Konzernhaus haben. Das heißt also, dass aus den 50 Ländern, aus den Segmenten, die wir haben, aus den verschiedenen Ressorts, Personal, Marketing, Vertrieb, Technik, funktionssegmentübergreifende Zusammenarbeit dort passieren soll. Entweder, weil sie zusammen dorthin kommen, um gemeinschaftlich an dem Thema zu lernen, aber auch, um einfach Projekte, Business-Projekte an der Stelle zu machen. Und wenn sie Business-Projekte machen, Sie können das so machen, wie Sie es bisher gemacht haben. Wenn die offen sind, dann bieten wir, also mein Team, Ihnen an, dann auch die entsprechende neue Arbeitsmethode zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, wenn die mal ein Projekt à la Design Thinking machen wollen, dann können die das bei uns machen
Und ich würde mir sehr wünschen, bei der nächsten Drosselcom, die mal kommt, beim nächsten Skandal, dass wir als Unternehmen das vielleicht mal aus einer User-Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Kunden, mit Kunden gemeinsam entlang Design Thinking dieses Problem dann mal angehen. Wir werden dort Bildungsformate haben, das heißt also Formate, die aus unseren, Schwesterbereichen kommen, also aus dem Personalressort, die sich rund um das Thema Innovation, Transformation orientieren. Wir werden dort Führungskräfte-Seminare haben, die vielleicht ein Stück weit disruptiver dann sind. Wie eingangs gesagt, sollen dort auch tatsächlich Kundenseminare, das heißt also Workshops, Co-Creation, speziell mit Geschäftskunden, mit Partnern wie Startups aus der Berliner Szene, dann vor Ort stattfinden. Und das Gebäude ist, also sollten Sie in einer, sag mal, Eventfunktion sein, ist auch für Events buchbar und kann genutzt werden. Ist ein sehr schönes Gebäude. Ein paar Zahlen, was für Räume da sind. Ich überspringe das mal. Sehr schönes Gebäude, liegt direkt an der Spree. Wie gesagt, im Herzen Berlin, ist in Berlin-Mitte, an der Tucholsky-Straße, sehr lebendig dort und ist damit dann, was, ich sag mal, die Entwicklung solcher, ich sag mal, multifunctional Innovations-, Transformationszentren in Berlin angeht, gut aufgehoben. Microsoft, SAP, Google, Axel Springer ja sehr dramatisch, die sich alle mit dem Thema beschäftigen und in Berlin als auch über Gebäude, Funktionalität, Architektur ihrer Gebäude dort in Berlin eigentlich so auch die Strategie, die sie fahren wollen, damit untermauern möchten. Und daher sind wir, glaube ich, an der Stelle in Berlin in guter Gesellschaft. Ein paar Impressionen zu dem Gebäude. Es war mal eine Frauenklinik. Ja, dann werde ich immer gefragt, ja, warum nimmt denn die Telekom eine Frauenklinik? Und ich kann es Ihnen auch nicht so genau begründen. Ich sage immer, weil die Telekom ja auch sich für Quote, Frauenquote ansetzt, vielleicht aus dem Grund, aber so richtig kann man es nicht ableiten. Es ist ein ziemlich massiver Altbau, 8000 Quadratmeter. Hier hinten, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, das ist so ein alter Hörsaal. Da ist wirklich, also das war ein Lehrkrankenhaus und der Hörsaal steht unter Denkmalschutz, das heißt, der wird auch so wieder restauriert und wird dann ja für Veranstaltungen, für was auch immer, kann der genutzt werden. Davor ein Forum. Das sind jetzt so, ich sag mal, die Anmutungen, wie dann mal später das Design drin aussehen kann. Das sind so die Coworking und Projektspaces, die dann angedacht sind. Ob die am Ende so aussehen, wissen wir noch nicht. Wir versuchen das noch ein bisschen mehr Low-Cost zu machen. Also das ist uns noch sehr, sehr klinisch. Wir werden jetzt an den Räumen nicht mehr sehr viel ändern können, aber es wird ein Ort sein, der sich schon ein Stück weit unterscheidet zu dem, wie die Telekom bisher ihre Arbeitsprojekträume gestaltet. Und gleichzeitig sagen wir, wir wollen nicht ganz aus der üblichen Telekom und aus der Organisation heraustreten. Das heißt, wir wollen nicht wahrgenommen werden als jemand, der komplett außen vor steht, weil wir wollen ja verändern. Wir wollen am Ende des Tages wollen wir die Organisation verändern. Deshalb finden sich hier die sogenannten, also ist das alles auch im Rahmen der Markenstrategie der Telekom. Das heißt, Farben, die dort verwendet werden, Designs, die dort sind, Leitsysteme spiegeln dann schon so ein Stück weit wider, dass man weiß, okay, das ist ein Gebäude der Telekom. Wenn Sie also in Berlin mal sind und dann dort arbeiten wollen, ab Mai 2015, können Sie das auch machen, auch in dem Café. Das heißt, das ist ein öffentliches Gebäude. Es ist ohne Zugangsbeschränkung ist es erreichbar. Man kann dort reingehen. Natürlich, weil wir dort auch interne Projekte haben, bis hin zum Vorstand, ist nicht alles frei zugänglich, aber doch ein großer Teil des Gebäudes. Launch gibt es auch. Wie ich schon eingangs sagte, wie verstehen wir uns? Ich lege privat so ein bisschen auf und habe gesagt, eigentlich ist der Sharegon sowas wie ein DJ. Das heißt also, wir schauen,
auf die Unternehmensstrategie und wir mischen das eigentlich ab, was braucht man zur Erreichung der Strategie, also im Sinne von Kultur, das Wie wir es machen wollen. Und dann drehen wir halt an den verschiedenen Dingen, am Thema Einfachheit, am MOOC im Sinne von neuen Formaten, am Thema Kultur, Werte, am Gebäude, um damit, ich sag mal, die gesunde Abmischung für eine neue Unternehmenskultur zu bekommen. Soweit von mir und gerne für Verständnisfragen, Bemerkungen, Rückmerkungen bin ich noch hier. Danke.